Die ganze Zeit nicht, dass das Matze-Set angezeigt bekommen, dass ich angezeigt bekommen will. Wo bist du denn? Instant Wood. Ich hätte gerne. Nee. Nee. Den dicken Oak Tree. So, hier. Und da drunter als Support sozusagen. Als Support Act. Hacken. Und Flowers. Und die Flowers machen wir rot, gelb, Autota und lila. Ah, wie, das ist doch himmlisch. Das sieht doch einfach himmlisch aus. Wie der ist broken down. Ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum. Zweiter Mechaniker. Der uns hier vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen kann. Wie schaut's bei dir aus? Das können wir natürlich, weil wir gerade dabei sind. Hier hinten. Neue Essenstände bauen, weil die haben ja gesagt, es reicht nicht, was wir da haben. Wir bauen jetzt aber mehr. Wenn wir den Weg hier in die Richtung weiterführen. Das ist schön, das freut mich. Wir machen hier einfach, pass auf. Ich brauche. Dich. Wir machen hier den. Trashbin hin. Und den hier weg, so. Hab ich das hier eigentlich? Also auf, ich hab's aber da hinten eingestellt. So, wenn hier der Weg weiterführt, ich baue jetzt mal hier nur so ganz grob, dass ich weiß, in welche Richtung ich gehen werde, dann kann ich ja hier in der Theorie nochmal so ein Ruheeckchen einbauen. Wo die Leute ausruhen können. Oder irre ich mich da? Oder ich mache es hier hin, das ist dann jetzt wirklich Ruhe, aber. Dann muss ich wieder ein Haus bauen, weil das sagt. Also hier ist ja eigentlich nur der Ausgang von dem hier. Das wäre ja Käse. Da jetzt, mein Gehirn ist ausgeschaltet. Oh Gott, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es jetzt vergessen. Es
es gibt Sonne. Ist mein Alzheimer wirklich so schlimm? Okay, über Alzheimer macht man keine Witze. Ich weiß, aber. Da muss es trotzdem sein. Die Interaktion zwischen Topspin und dem ist bestimmt auch voll toll und so. Das wird egal, weil ich glaube, das wollte ich sagen, weil hier der Ausgangsweg ist. Da möchte ich ja nicht offiziell irgendwas hinmachen, damit der Weg ja nicht so über Special wird und so. Geil. Water-based Transport. Nicht Support, sondern Transport. Ja, jetzt haben wir hier das eigentlich soweit alles im Griff. Ich glaube, wieder ein Müll, das ist unvorstellbar. Was haben wir denn hier? Crazy Golf Dot Gyms Kino inzwischen auch. Das ist wieder so ein Riesenkomplex, der irgendwie blöd ist. Muss man auch verpacken. Und hier immer noch die vier Windsurfer. Das hier ist scheiße. Im Prinzip ein Topspin, wenn ich das richtig sehe. Irgendwie anders. Ich will es gerade mal testen, wie das anders ist. Zwei Topspins brauche ich jetzt eigentlich nicht. Auch wenn der viel cooler ist, aber auch viel größer. Boah, das ist so einer. Oh shit. Stefan, schau dir das an. Aber dafür habe ich leider keinen Platz. Da muss ich jetzt erstmal andere Sachen bauen. Motion Simulator. Der Zipper. Jetzt habe ich schon wieder einen Topspin in der Hand, was soll denn das? Zipper. Zip. Ja. Genau dich. Du bist so herrlich schmal. Ich baue euch hier hin. Dann kommt der Ausgang. Hier hin. Der Eingang. Hier hin. Kann man es genau so machen. Oder wir machen halt eigentlich wie hinten rum. Ne, ich glaube, ich lasse es tatsächlich so. Und jetzt Ausgang. Und hier hin. Schlau. Das hätte mir vielleicht auch vorher anschauen sollen. Test es mal, ich will wissen, wie das aussieht. Total kranke Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, das wäre sowas, mit dem ich nicht fahren dürfte. Das ist ja total krank. Aber lustig. Holy fuck. Was verlangen wir dafür? Auch 2,50 hier im Topspin. Das Ding ist ja mal nur asozial. Ich möchte anmerken, dass wir eben in einem Kinderpark sind, ja? Choose Colors. Ich hätte das aber vielleicht. Fuck. Psst. Dich abreißen, bitte. Ich habe bitte gesagt. Danke. Ihr werdet gleich sehen, warum, vielleicht, wenn ihr aufgepasst habt. Jetzt habe ich das hier falsch rum aufgestellt. Mit der Stütze nach hinten. Und das ist blöd, weil da die Leute
das Ding natürlich nicht sehen. Deswegen bauen wir das so rum. Müssen das auch nochmal testen und nochmal. Der Patriot hat das Bad in Emergency. Ja, das ist ein Kettenkarussell. Kettenkarussell ist nicht so schlimm, wenn das Emergency Stopp macht. So, getestet wurdest du. Ich würde gerne, dass die Leute sehen, was da abgeht und nicht irgendwie das BDC. Sehr blöd. Jetzt. Geld haben wir. Zipper haben wir. Every 10 minutes. Klicks. Jetzt, wo ist denn hier unser Zauberer? Alter, das knarzt auch noch so behindert. Alter Falter. Das ist ja nur widerwärtig. Ich meine, ich kann achterbahnmäßig echt alles fahren, was mit rein nicht auf dem Baum ist, aber sowas. Also fahren könnte ich es wahrscheinlich auch, aber nur einmal. Dann hätte ich da auch keinen Spaß mehr dran. Ich finde es auch sehr stark, dass hier oben die Käfige aufgemacht werden, damit die Leute raus können. Das finde ich sehr bedenklich, dass es in der Stellung entleert wird. Wollte ich gerade mal anmerken. Die klettern da jetzt aber hoch. Habe ich Erste-Hilfe-Camp oder so? First Aid bitte sofort hier an den Ausgang. Alter. Traitor 4. Ich würde es eigentlich ganz gerne ein paar Water Whites haben. Und mit Water Whites meine ich nicht sowas hier, sondern sowas hier. Lockflume oder sowas in die Richtung. Weil ich hätte jetzt eigentlich, wenn ich mir das jetzt so angucke, den Platz, den ich habe, wenn wir hier den Bogen ziehen und hier rüber gehen, dann können wir hier überall Flat Rides hinstellen und Themenfahrten, was weiß ich was. Und hier in die Mitte so ein Lockflume. Und das wäre halt schon ziemlich geil. Oder andersrum, hier in der Mitte noch ein paar Fahrgeschäfte am Rand den Lockflume bauen. Das wäre alles im Bereich des Möglichen. Wäre ziemlich lustig. Finde ich. Die Frage, ob das Spiel uns genug Erfindungen schickt bis dahin, dass wir so weit kommen. Glaube ich nämlich fast nicht. Vor allem muss ich jetzt erstmal hier hinten das der Bereich hier hinten etablieren, dass die Leute auch dahin kommen. Ups. Ja, das ist alles so schlimm, ist ja nur ein Lunar Coaster. Da glitscht's. Ich sehe es genau. Also ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal ganz kurz den Stopp. Ich muss nämlich was zu trinken holen, etc. pp. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Erst speichern. Ganz wichtig. Wenn ihr da hältst, Stat 1, dann speichern wir es diesmal hier ab. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück bei mir. Ich habe mir gerade schweren Herzens was angeguckt, was ich in der, was weiß ich, glaube 8. Folge oder sowas erzählt haben, nämlich dass wir dem Ding einen englischen Namen geben müssen. Und wir haben ihn wie genannt? Gletscherflieger. Ist die Frage, ob wir das machen. Und wie nennen wir ihn? Das wäre jetzt die erste Amtshandlung für heute.